Herzlich willkommen auf meinem Bastelkanal, ihr Lieben. Basteln für die Seele, ganz wichtig für mich und es ist immer wichtiger geworden, wie viele von euch wissen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, viele neue Ideen und auch viel Freude an meinen kleinen Ausflügen mit den Hunden. Vom All Together Book, Buch 1, 14 von Marion Spieker, ein wunderschöner Beitrag, vielen, vielen Dank dafür. Buch 2, nichts Neues, leider. Haha, guten Morgen, wir stehen im Regen. Ich habe gedacht, wir schaffen es gerade noch vorher. Da fing schon an zu donnern, als wir noch zu Hause waren. Ja, da hat sich einer versteckt da hinten im Rad. Komm raus, Tara! Ui, jetzt ist es aber wirklich am Regnen. Ah, ich habe einen Schirm. Wir gehen nur ein paar Meter. Also für mich ist das Regenwetter gar nichts. Nein, ich möchte bitte ins Auto. Nicht hin, Bibi machen erst. Wir gehen ja nicht aus Jux und Tollerei. Nein, Mia möchte nicht. Sarah ist, weiß ich nicht wo. Hier, ein Häschen haben wir da aufgestöbert. Ach ja. Tara, stop it. Es regnet immer mehr. Hat wirklich keinen Sinn, groß zu gehen. Tara, die meint, sie kann ganz weit weglaufen. Mia möchte gar nicht im Regen gehen. Nein, sie bleibt stehen. Ich muss sie an der Leine mit hinterher schleppen. Also drehe ich jetzt um. Ja klar, Tara macht es nichts aus. Der Himmel ist wirklich dunkel, dunkel, dunkel. Mal gucken, was ich zeigen kann. Seht ihr, der ganze Mais ist schon abgeerntet worden. Die sind schon in der Maisernte. Schon alles weg, die ganzen Flecken hier. Ich weiß nicht, ob die das gestern schon alles und vorgestern gemacht haben. Aber hier waren ja überall, hier vorne und da hinten und ganz hinten rechts war alles Mais. Ist alles weg. Ja. Ja, jetzt wird's Herbst, ne? Ja, es ist ziemlich trist zu der Tag. Viel kann ich nicht mehr zeigen, tut mir leid. Und muss sehen, dass ich die Hunde wieder wegkriege. Mia ist total sauer. Im Regen laufen, nein, nein, nein. So, ich höre auf, mein Arm tut weh, ich kann die Kamera nicht. Oh, es donnert. Dann haben sie Angst. Jetzt gehen wir zum Auto. Wir sind wieder im Auto. Das war ein schneller Spaziergang. Mia will über Regen gar nicht. Ich zeige euch mal. Hui. Das ist heute triste, hm? Ja. Da kann ich euch sonst leider nichts zeigen. Bis gleich am Basteltisch. So, hallo, hallo, ihr Lieben. Es ist, keine Ahnung, Dienstagnachmittag, Dienstagabend. Und ich habe angefangen, meinen Schreibtisch auszumüllen. Hier, meinen Arbeitstisch. Guck mal, was ich viel Platz habe. Also ich habe nachgeguckt, steht drauf A1. Das ist 60 mal 90 meine Unterlage. Und ich hatte ja immer das Problem, dass ich überall alles hoch und runter stapelt. Da habe ich da alles frei gemacht. Da stehen jetzt so ein paar Sachen, da kann ich noch was dazugeben. Alles, was hier stand und hier lag, ist weg. Das ist das, woran ich jetzt im Moment arbeite. Das ist unser gemeinsames Projekt. Also das muss da liegen, weil ich dran arbeite. Hier ist das Regälchen, wo ich sonst immer habe. Das räume ich noch auf. Und hier ist dieses Karussell, also was sich so dreht, wo Scheren drin ist. Ne? Aber jetzt habe ich mir eine ganz tolle Sache selber gebaut. Guck mal, könnt ihr das sehen? Für meine Stempelkissen alle. Die beiden roten, die am meisten Suppen sind, noch nicht dabei. Also ich habe definitiv zu viel Stempel. Also ich brauche nie wieder ein Stempelkissen kaufen. Ich habe jetzt wirklich reichlich. Und hier habe ich dieses Kästchen habe ich jetzt genommen, um die ganzen Sachen irgendwo zu unterzubringen. Die hier diese und die Zahnbürsten und oh Moment, Entschuldigung. Und diese und hier kann ich mit einem Handgriff mein Schneidebrett und die Arbeitsunterlage. Ja, das habe ich mir aus Kartons zusammengestückelt. Ich werde natürlich die Augen offen halten, ob ich irgendwie so ein kleines Regälchen, so ein Puppenschränkchen oder sowas in der Art mal finde. Aber aus zwei Kartons habe ich mir das gebastelt. Finde ich eigentlich, brauche ich jetzt auch nicht in hübsch. Warte mal, ich lehne mich mal ganz weit zurück, dann seht ihr es. Also, ja, bei mir ist das auf dem Tisch sehr unpraktisch, weil ich habe diesen großen Ständer, weil ich ja diese riesen Cam habe. Dann habe ich diese großen Lampen, ihr seht es, dahinter die Ecke, dahinter, die ist noch nicht aufgeräumt, das ist noch ein Bereich. Da oben ist schon aufgeräumt, da sind diese, warte mal, ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht falle, weil so viel im Moment noch auf dem Boden steht. Da sind diese Kästen, die ich immer hatte. Hier, ich weiß nicht, ob ihr es noch sehen könnt, hier sind alles Washis drin, hier sind alles geordnet, geordnet, geordnet. Hier ist auch geordnet, geordnet, geordnet. Ist alles ordentlich. Alles ordentlich. Immer noch. Die Sp-
Specksteinkatzen habe ich gemacht. Ich habe meine Zeit lang gerne Speckstein bearbeitet. Ich habe gerne Katzen gemacht. Also bis hierhin, da sind die ganz kleinen, winzigen Stempel. Hier sind noch ein paar Clear-Stamps und ein paar Gummistempel. Und ansonsten da unten drunter habe ich ja auch alles leer gemacht. Die Kochbücher habe ich weggetan und ein paar habe ich aufgehoben, den Rest habe ich weggetan. So, da unten stehen jetzt noch Zeitung und noch eine Kiste. Die Kiste seht ihr. Die muss bleiben, da sind die Sylden-Kataloge drin. Und da ist Verpackung drin noch. Und da ist auch noch unter den Zeitungen von mir was drin. Und das sind noch mehr Zeitungen. Seht ihr, die müssen natürlich auch bleiben. Ne? Aber ich finde es eigentlich jetzt ganz schön. Ich bin dabei. Seht ihr, hier stehen überall noch Kartons. Die muss ich noch alle durchsortieren. Es lag alles irgendwo in den Ecken rum. Muss ich alles noch durchsortieren. Aber der Anfang ist gemacht. Und ich kann weiterarbeiten, ohne mich rumzunerven, wisst ihr. Und ich kann mit einem Handgriff jetzt ordentlich an die ganzen Stempel kommen und habe hier alle Bürstchen parat und so. Und vor allen Dingen ganz, 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 ganz wichtig, ich habe ganz, ganz viel Platz jetzt. Und das finde ich richtig klasse. So, und dann kann ich euch einen kleinen Haul noch hinterher schieben heute. Das kam schon gestern an, aber ich hatte gestern einen ganz, ganz schrecklichen Tag und eine ganz, ganz furchtbare Nacht. Und ich war sehr, sehr schlecht zurecht, körperlich, mental, ganz, ganz übel. Also wirklich, gestern und heute Nacht war es ganz schlimm. Und auch heute Morgen habe ich lange gebraucht, bis ich einigermaßen auf die Reihe gekommen bin. Ich kann euch das beste Beispiel wieder geben. Ich bin halt vertrottelt, kann man nichts machen. Diese Kalender, die waren von 22, da habe ich gar nicht nachgeguckt, weil mit Zahlen habe ich überhaupt keinen Vertrag. Und dann denke ich, als ich diesen Kalender sah, ich denke, ach, das ist ja komisch. Ähnlichen habe ich auch. Ja, ich habe genau den gleichen von diesem Jahr da hängen. Aber der ist wunderschön. Guck mal. Und insofern ist das auf keinen Fall für 3 Euro, ich glaube, ich gucke gleich mal nach, 3,72 Euro die Kalender. Das ist also wirklich ein super Preis. Die Stempel waren auch reduziert. Ihr wisst ja, dass ich die ganz gern leiden mache. Und die haben gekostet, einen Moment, ich sage sofort, Never Too Late, 6,93 Euro, finde ich sehr preiswert. Ich habe auch schon wesentlich mehr bezahlt für diese Art Stempel. Und ein Papier habe ich mir noch geholt, das zeige ich euch sofort, 6,90 Euro. Und das war von der Stempelmühle. Aber wie gesagt, ich gehe mal eben auf die Kalender kurz ein. Ich blätter einmal so durch, die sind wunderschön, könnt ihr das sehen? Also die sind richtig schön, trotz wirklich, also für 3,80 Euro knapp kann man wirklich nichts verkehrt gemacht haben. Auch wenn ich einen jetzt doppelt habe, den nicht, der ist neu. Aber ist das nicht toll? Dream, Create, Inspire, Love. Ich meine, das sind doch richtig tolle Dinge, da kann man doch, freue ich mich, da kann man was mit machen. Die einzige Seite, die man doppelt hat, ist diese. Da muss man halt gucken, aber das Motiv kommt im Kalender ja sowieso nochmal, ne? So, dann zeige ich euch den noch ein bisschen noch mal ausführlicher, weil ich weiß genau, die haben, glaube ich, noch welche da, falls ihr die zum Basteln wollt. Also, Life begins the day you start a garden. Ja, also das Leben beginnt mit dem Tag, wenn du anfängst, einen Garten zu gestalten. Oder an, ja. Find the magical place in the world and live there. Ja, ich habe gedacht, ich hätte meinen magischen Ort gefunden und es war immer hier und jetzt lebe ich da schon so lange drin. Tja, aber jetzt bin ich alleine hier. Das ist nicht schön. Also dies finde ich so süß mit dem Vogel und die schönen Blumen. Das ist September, der hängt bei mir jetzt im Moment. Also das habe ich jetzt, wie gesagt, doppelt, aber ganz ehrlich, gar kein Thema. Die verbastel ich auf jeden Fall, ne? Guck mal, wie schön das ist. Deep in the roots, all flowers keep the light. Süß, oder? Richtig schön. Also zum Verbasteln. Ich muss noch mal die Augen aufhalten. Ich werde mir dann einen gönnen fürs nächste Jahr. Aber ist ja noch Zeit. Da habe ich noch was Schönes gefunden. Es war ja auch nicht teuer. Spellbound, Simple Style. Azuka Studio steht da, wo immer das herkommt. Azuka, das ist chinesisch, glaube ich. Aber Memory Place, made in Japan, nicht chinesisch, japanisch. Also ich fand, dieses habe ich gesehen und da habe ich gedacht, okay, das ist schön.
Das sind auch nur ein paar Bogen, das ist nicht so sehr viel. Ich finde das sehr schön. Das sind immer zwei Bogen gleich. Die Rückseite ist auch nicht schlecht. Sehr, sehr schöner Hintergrund. Wartet. Die Rückseite ist sehr, sehr schön. Kommt drauf an, was man hat, aber finde ich sehr, sehr schön. Und dann, das sind nur 6 Seiten. Dann haben wir das, finde ich auch gut. Ja. Und die Rückseite ist eine Mauer. Ja. Kommt drauf an, was man macht. Ne? Wenn man Häuserbuch macht zum Beispiel oder sowas, dann ist das klasse. Ne? Und dann ist das so. Also ich wollte eigentlich kein Papier kaufen, aber ich wollte das haben. Da dachte ich, das wäre dabei, aber das ist nicht dabei. Das ist nur Deko, die so. Dieses ist nur Deko. Ist ein bisschen verwirrend, ne? Weil man denkt jetzt, wenn man das so sieht, da ist irgendwie sowas drin, so ein Papier und sowas. Was man bekommt, ist reinweg nur das. Aber ich bin nicht enttäuscht, ist alles gut. Ja, das war das. Ich werde jetzt heute nicht mehr weiter filmen. Ich habe wirklich viel, viel, viel hier geräumt und gemacht. Und ich finde es jetzt ganz schön, dass ich hier so alles so ein bisschen griffbereiter habe und an die Stempelkissen gut kann. Und vor allen Dingen, ich habe ganz, ganz viel Platz jetzt zum Arbeiten. Vorher hatte ich so viel Platz im Endeffekt. So, da türmten sich schon überall die Sachen. So, und diese Arbeitsfläche, bis auf hier hinter der Kamera, wo es nicht stört, da liegen jetzt so diese Strippel für dieses Buch, an dem wir noch arbeiten, also ich noch arbeite. Seht ihr, das sind diese Strippel. Und dann habe ich noch wieder gefunden, ist das nicht süß, ein Ex Libris. Die hatte ich früher mal in meinen Büchern. Oh, schon lange her. Da habe ich noch ein paar von wiedergefunden. Das kommt natürlich jetzt ins Katzenbuch auf irgendeine Art. Habe ich noch gefunden. Ach ja, das ist vom... Kann man auch gut für die Stempel nehmen. Dann tue ich mal da rein. Okay, ich erwarte morgen noch was. Ich weiß nicht, ob ich morgen einen Bastelfilm mache oder nicht. Werden wir sehen. Aber ich habe auf jeden Fall erstmal schon mal gezeigt, wie schön das mit meinen Stempelfarben ist inzwischen. Und wie schön das alles geordnet ist. Und ihr seht, ich bin dabei, ich gebe mir Mühe. Und ich habe ganz, ganz schlimm durchgehangen, ganz, ganz schlimm. Also wenn ich das schon sage, dann könnt ihr mir das glauben. Ich hatte eigentlich mich ganz gut gefühlt und es kommt so plötzlich, da kann ich manchmal gar nichts dran machen. Und und jetzt habe ich mich aufgerafft. Ich denke, fang irgendwas an, wo du einen Erfolg möglichst schnell siehst. Und das war jetzt hier, dass ich so einen Teilbereich schon mal aufräume. Ne? Es ist schon mal ein kleiner Erfolg. Ne? Für heute sage ich tschüss, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis morgen. So, ihr lieben Leute, guten Morgen, guten Morgen. Inzwischen ist es hier am Basteltisch Donnerstagmorgen. Das lassen wir einfach so, schieben wir ein bisschen weg. Wir haben ja jetzt hier so ein bisschen Übersicht. Das brauchen wir für das alte Projekt. Ich habe aber jetzt keine Lust, das zu machen, sondern suche jetzt erstmal eine... möchte heute eine kleine Bastelei machen und zwar stelle ich mal die Uhr. Hier, Werbezeug, ne? Hat man ohne Ende von der Verpackung, Werbezeug, bum, 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 bum. Alte Buchseiten, einfacher geht's nicht. Fangen wir mal ganz schnell an. Gefunden habe ich noch in einem Gemeindeblättchen so alte Fotos. Mal gucken, was ich damit machen kann. Habe ich mal rausgelegt, weiß ich noch nicht. Warte, ich brauche einen Klebetift. Die könnte man hier mal ausschneiden. Da hätte man ja direkt schöne Motive, gell? Okay, wollen wir mal zwei machen? Haben wir zwei ungefähr gleich groß? Ne, haben wir natürlich nicht. Ich hasse das immer. Ja, das ist das Problem, oder das Problem ist ja auch schon wieder zu viel gesagt. Ist ja kein Problem, man kann es ja passend schneiden, wenn man es jetzt, die gehen doch, die sind doch okay. Dann machen wir zwei Stück. Komm, kein Geschiss hier. Ja, ich muss zugeben, man glaubt es immer nicht, aber ich habe teilweise ganz, ganz schlechte Zeiten. Ich gebe das ehrlich zu, es hat ja keinen Sinn, wenn man drüber rumlügt. Ganz, ganz schlechte Zeiten, wo ich wirklich denke, das packe ich einfach alles nicht mehr hier. Das ist einfach alles so extremistisch schlimm. Wartet kurz, muss mal eben. Ja, weil die Schmerzen sind wieder da, ne? Und ich fühle mich wirklich scheiße. Und ich weiß nicht, ich muss mich aufraffen. Ja, ich weiß, ich muss mich aufraffen und nochmal den Arzt besuchen und die Ärztin bitte besser gesagt und fragen, was ich jetzt machen kann oder soll. Denn ich habe wirklich Probleme damit. Passt das so drauf? Nein, es passt natürlich nicht so drauf. Alles gut. Ich habe wirklich Probleme nur damit, wenn ich regelmäßig Medikamente nehmen soll. Ich kann das
Ich kann es eigentlich nicht, ne? Muss ich ehrlich. Der ist noch ganz neu. Der ist schon alt, der ist ganz dröge. Guck mal, wie. Den habe ich da irgendwie schon ewig und ewig drin. Ja, was ein Unterschied zu den anderen Geschmiere letztens. Naja, egal, wir werden schon hinkriegen. Ich glaube, wir fangen mit diesem mal an und. Ich bin mir nicht sicher, ob da überhaupt was drauf ist hier. Es ist was drauf, aber ob das überhaupt irgendwo meine Klebefunktion erfüllt. Der Stift vielleicht wirklich zu alt, dass es nicht mehr geht. Doch, es klebt. Ja, keine Panik, es klebt. Okay, es klebt. Macht euch keine Sorgen, es klebt. Es reicht natürlich nicht, ist klar. Hätte ja auch. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das jetzt gelangt hätte, ne? Wäre ja wirklich zu schön gewesen, aber nein. Ja, also, ich kann nur sagen, ich habe gestern versucht, bei der Post irgendwas in Erfahrung zu bringen. Und das ist ein Unterfangen, man versteht es nicht. Man versteht es nicht, warum man es versichert versendet, sage ich euch ganz ehrlich, weil es interessiert keinen Menschen, ob das Paket ankommt oder ob es nicht ankommt. Und ich habe dann die Post sehr, sehr mühselig, habe ich eine Telefonnummer raus, eine Service-Nummer rausgefunden, ja, ja, warum ich da anrufe, habe ich es versucht zu erklären, aber das wäre ja nicht ihr, und ja, ich sage, ist aber trotzdem in meinem Interesse, deswegen rufe ich da auch an, kann ich das bitte jetzt veranlassen, dass das weitergeschickt wird, dass das da aus dieser Filiale rauskommt, nein, das kann man nicht. Okay, habe ich gesagt, warum kann man jetzt nicht von ihrer Seite tätig werden? Kann man auch nicht. Ja, verstehe ich jetzt nicht ganz, habe ich gesagt. Was hindert sie daran? Das ist nicht vorgesehen. Gut, bitte sagen Sie mir, was man jetzt machen muss, damit das Paket zurückgeschickt wird an den Absender. Ja, da kann der Absender online, wohlgemerkt, nur online anscheinend, ich habe keine Ahnung, einen Nachforschungsauftrag stellen. Ich sage, Sie brauchen doch nicht nachforschen. Das Ding liegt doch da. Sie brauchen doch da nur Kontakt aufnehmen, bitte. Und bitte sagen, Sie möchten es bitte zurückschicken. Das geht nicht. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Dann habe ich auch gesagt, es tut mir leid, ich verstehe das nicht. Warum können Sie jetzt nicht tätig werden? Ich rufe Sie an, das Paket liegt da laut Ihren eigenen Unterlagen und. Und sie sagen mir, sie können nichts machen. Warum verschickt man denn mit ihrer Post für so viel Geld so kleine Pakete und hat überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas? Ja, das könnte sie auch nicht ändern, das wäre das System. Ich sage vielen Dank für ihre freundliche Mithilfe. Ganz ehrlich, kotzmäßig. Dann können Sie mir denn bitte eine Telefonnummer von denen? Ich will die wohl gerne selber anrufen. Nein, das können Sie nicht. Ich finde aber auch von denen, das ist irgend so ein Kiosk. Wisst ihr, ein Kiosk. Ja, ich verstehe es nicht, warum diese Post solche Sachen macht. Ganz ehrlich, die nehmen so viel Geld. Und wenn man jetzt mal dahinter guckt, man hat überhaupt gar keine Absicherung. Ne? Ich habe gesagt, ja, aber das Paket liegt da und liegt da. Wir warten händeringend, dass das irgendwie mal bearbeitet wird und weitergeschickt wird. Da haben sie keinen Einfluss drauf. Ne? Da kann der Absender einen Suchantrag stellen. Ich sage, das ist doch da, wir brauchen es nicht suchen. Nein. Ja, das ist Deutschland. Ne? Also ganz ehrlich. Ganz ehrlich, mich kotzt das gerade richtig gehend an. Mich kotzt das wirklich so an, das kann ich überhaupt niemandem sagen, weil ich meine, ich melde mich zu so einer Aktion, ja, und dann melde ich mich nie wieder und kümmere mich um keine Nachricht und kümmere mich nicht drum und also ich verstehe es nicht. Ne? Ich sage, ich habe es ja schon mal gesagt, die einzige Entschuldigung wäre, wenn sie eigentlich tot auf dem Friedhof lägt. Alles andere ist für mich unentschuldbar, weil ich mache mit bei so einer Aktion und mache und tue und im Endeffekt kümmere ich mich da nicht mehr drum. Also das muss man mir mal vormachen, sowas, ne? Ja, und ich habe mir das dann angeguckt, wer schon in dem zweiten Buch alles tätig geworden ist und sich Mühe gegeben hat. Und also das ist, ich hoffe, dass es uns nicht komplett verloren geht. Ich hoffe es so sehr, ehrlich, ich hoffe es so, so sehr. Ja. Ist ärgerlich, ne? Ist wirklich ärgerlich. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte noch einen kleinen Haul anschließend machen, weil ich erwarte nämlich von La Blanche auch noch was.
Aber dann habe ich gedacht, okay, das wäre gestern vielleicht schon gekommen, aber es ist noch nicht. Es ist noch für heute erst angesagt. Und ja, komm her, du kleiner. Das reicht natürlich nicht. Müssen wir es so machen. Machen wir es so, ist auch gut. Ja, dann mache ich das beim nächsten Mal. Ja, mir tut es wirklich für alle leid, die sich viel Mühe gegeben haben. Und ehrlich gesagt, ich meine, ich habe mir ja auch ein bisschen Mühe gegeben. Ich habe ja auch das Buch schon mal so weit fertig gemacht und so weiter. Und es haben so viele tolle Leute schon darin gearbeitet. Und soll das jetzt alles für nichts gewesen sein? Das kann doch nicht sein, sowas, ne? Oder? Kann das denn sein? Das ist doch unmöglich. Ja. Ja. Vor allen Dingen, mir tut es auch leid für... dass diejenige jetzt, ich kann den Suchauftrag nicht stellen. Ich sage, können wir das denn jetzt bitte aufnehmen? Nein, das geht nicht. Das müssen Sie online machen und das kann nur der Absender machen. Ich sage, ich habe alle Daten hier. Ja, aber es geht nicht. Es geht nicht. Ich habe die Nummer, ich habe die Adresse, ich habe den Absender. Nein, es geht nicht. Tja. Doch noch mehr Papier, als ich gedacht habe. Wir reißen uns noch mal etwas zurecht. Okay? Oh, das ist aber ein bisschen viel. Warte mal, das tue ich nicht gerissen. Einen Moment, da muss ich mal ein bisschen was wegnehmen. Das haut nicht hin. Ah, da war ich aber ein bisschen übermütig hier, was? Frau, viel zu viel Papier genommen. Du bist doch nicht der Seewolf hier, oder doch? Mama mia. Eine geht es. Schief jetzt vielleicht auch, aber es geht. Es geht, es geht. Oh. Ich lasse es mal hier liegen. Da ist der erste Streich. Seht den Wald vor lauter Bäumen nicht, gell? So, wir fangen hier wieder an. Ja, man ist wirklich böse da. Wirklich, man ist auch enttäuscht und denkt, mein Gott, so viele Leute geben sich Mühe. Und ehrlich gesagt, es wären ja jetzt auch noch jede Menge noch dran gekommen und wären ja eigentlich jetzt an der Reihe. Und das andere Buch hat schon inzwischen 2 Stationen oder 3 Stationen durchlaufen. Ne? Muss man sich vorstellen. Jeder, der da mitmacht, also in der Regel, gibt sich sehr viel Mühe und macht es fertig und sieht zu, dass es wieder in Umlauf kommt. Weil ja eben halt andere drauf warten. Ne? Und normalerweise macht man ja solche Aktionen nur mit, wenn man mitmacht. Es ist ja keiner gezwungen. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, sowas. Ne? Ja, ich finde es... Warte, ich überlappe das ein bisschen dann. Ich bin sehr enttäuscht davon. Ja, gebe ich ganz ehrlich. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Ja, weil es einfach keine Art ist. Ne? So, sagen wir so. Es ist einfach keine Art und Weise, mit Leuten umzugehen. Traurig. Ach so, warte, den lassen wir auch überlappen. Dann haben wir so ein bisschen. So. Ihr seht, auf der einen Seite mache ich mir gar nicht so, mache ich mir nicht so ein Gehampel, sondern klebe es einfach auf, dass es einfach bedeckt ist mit irgendwas. Ich habe mir auch keine Mühe gegeben, irgendwelche besonderen Schriften rauszusuchen. Ich habe einfach ein altes also alte Buchseiten genommen, die hier rausgelöst waren aus irgendeinem Buch. Und ich habe unterm Tisch habe ich so einiges liegen und verbrauche das halt mit weg, ne? Logisch. So, jetzt haben wir hier wieder neue Strippelchen. Können wir auf jeden Fall alle verwenden. Das machen wir auch. Und wir reißen uns noch, wir haben noch was übrig, da reißen wir uns noch ein paar Seiten schnell aus. Ein paar andere. Ja, es ist enttäuschend alles. Ne? Ja. Ach ja. So, das kleben wir jetzt auch schnell auf. Mache ich mal ohne euch. Ich habe mir jetzt was anderes überlegt, was ich immer schon mal ausprobieren wollte, weil ich sie ja habe. Und zwar die Oxides, die Stress Oxide Stempelkissen. Ich habe da bisher fast noch nie irgendwas mitgemacht und würde das jetzt gerne mal nachholen. Das sind so ein bisschen neutralere Farben hier, habe ich das Gefühl. Und dann die Farben habe ich. Es ist eigentlich schon wieder viel zu viel, wenn man ehrlich ist. Ne? Ich würde sagen, ich mache eins so
weiß nicht, ist das jetzt heller oder dunkel? Kann ich nicht sagen. Ich mache die drei Farben, will ich mal versuchen. Pro Dingsbums, ja? Okay, wir fangen mal an. Ich hoffe, meine Unterlage ist wirklich nicht komplett kaputt. Ich mache das jetzt mal, wie andere das machen. Ich habe mir das abgeguckt. Geben wir sofort zwei Farben drauf, dass wir sofort richtig die Schmiererei haben. Ja, machen wir, ne? Ach, du ahnst es nicht. Drei Farben drauf. Jetzt werden sie übermütig, die Freunde. Jetzt wird sie verrückt hier, die Frau. So, wir stellen es an die Seite. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Naja. Wer weiß. Ich sollte mir mal Handschuhe holen, oder? Ah, jetzt ist schon zu spät. Ich bin schon wieder am Rumschmieren. Oh. Guck mal. Das will nicht so wirklich hier. Hä? Ist ja schon widerlich, ne? Ganz ehrlich. Ein bisschen widerlich ist es schon, ne? Ja, okay, jetzt von wegen drei Farben und zwei Versuche. Jetzt habe ich hier so viel Schmirakel auf der Platte, dass ich einfach hier weitermache mit den Farben, die ich jetzt habe. Und die Farben aufbrauche, die ich jetzt hier habe. Ist das eine Schmirakelei? Ich kriege das gar nicht alles so richtig hoch, aber okay. Wir versuchen das mal. Okay. Hier können wir auch noch so ein bisschen was drauf machen. So. So, jetzt machen wir kurz die Kamera aus und dann föhne ich kurz. Einen Moment. Okay, es ist so einigermaßen trocken jetzt. Moment, ich habe mir hier so ein paar Schablonen rausgenommen und fange jetzt an, mal ein bisschen zu schablonieren, dachte ich. Wir können dann diesen Untergrund auch gerne nehmen. Können wir drauf rumschmanteln. Also ich habe, das ist von der Verpackung. Das ist eine neue. Müssen wir eben gucken, wie rum man die halten muss. So rum zum Beispiel. Und das ist dieses mit diesen Sternen. Da haben wir jetzt welche Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier so grünliches. Es wäre ganz schön. Wartet mal, ich kann das jetzt. Guck mal hier. Bumm. Voila. Das sind diese Farben, die so ein bisschen neutraler sind. Wollen wir erst das machen? Oder nee, lass mich mal überlegen, welche Seite schöner ist. Ist eigentlich wurscht. Die Zahlen habe ich jetzt richtig rum. Ja? Die möchte ich nämlich ganz gerne so hier dran haben. Dann nehmen wir mal ein Bürstchen. Ich hoffe, es ist ein richtiges Bürstchen. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Das ist diese neue, die ich mir vor kurzem, ich weiß schon gar nicht mehr, wo sie herkommt. Auf jeden Fall erwarte ich mir von dieser Schablone eine Menge. Und meine Erwartung wird nicht enttäuscht. Machen wir auf beide drauf, weil es so schön ist. Und die ist wirklich schön. Ob ihr es glauben könnt oder nicht, ich kann kaum diese Schablone halten, weil mein Arm so furchtbar wehtut. Die ganze Schulter, die Muskeln, ich bin komplett im Arsch schon wieder. Ja, ich weiß nicht, jetzt haben wir schon wieder heute Donnerstag. Guck mal, das sieht klasse aus, oder? Das sieht richtig klasse aus. Dann haben wir hier so eine Bordüre oben zum Beispiel. Guck mal, die wollen wir auch mal direkt mal mitbenutzen. Sowas sieht richtig gut aus. Ui, das ist eine tolle Schablone. Wow, wo habe ich die denn nochmal her? Ich weiß, dass jetzt bestimmt wieder irgendjemand fragt und ich weiß das nicht mehr. Hier haben wir noch eine interessante Kante. Warte mal. Werden wir auch mal benutzen. Mal gucken, was. Die ist richtig klasse. Ich sehe das schon so. Wow. Guck mal. Ey, die sieht doch richtig gut aus, oder? Wow. Wir arbeiten jetzt zwei ähnliche. Ja, ich weiß nicht. Es sind doch auch einige, weiß ich doch, die haben mir gesagt, sie haben auch ähnliche Probleme mit Schmerzen. Aber ihr könnt doch nicht jetzt immer Schmerzmittel nehmen, oder geht es halt nicht anders dann?
Wenn mir da mal einer was zu sagen würde, wäre ich euch sehr dankbar. Ganz ehrlich, wäre ich euch sehr, sehr, sehr dankbar. Ich habe jetzt hier noch so viel Farbe auf dem hier. Da machen wir hinten die. So, ne? Da können wir die aufbrauchen. Ist immer noch was drauf. Man muss halt nur genug. So, insofern brauchen wir jetzt kein Schmierpapier. Wir arbeiten uns jetzt hier so durch. Dann habe ich dieses hier. Das finde ich sehr, sehr interessant. Wir nehmen mal Morning Mist. Das ist ja mehr so. Wartet mal, ich möchte so. Genau, so wollte ich es haben. So, dass es sich so überlappt so ein bisschen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ganz schlecht halten, weil der, ich muss ziemlich halten und der Druck geht natürlich bis oben in den Arm rein. Ne? Ist klar. Ja, also diese Medikamente, das ist, es sieht gut aus. Es sieht gut aus, sag ich euch. Hier machen wir es ein bisschen anders, weil wir eine andere Aufteilung haben. Sieht gut aus. Dann machen wir das Bürstchen hier wieder sauber. Wir müssten jetzt überlegen, ob wir vielleicht irgendwas nehmen, was ein bisschen mehr Wumm hat, ja? Vielleicht ein Rot. Bin ja mutig, bin ja ein mutiger Mensch. Wir nehmen mal ein Rot. Und dafür habe ich aber ein rundes. Da ist es schon, da ist es schon. Na, wollen wir schauen? Ja, guck mal. Klasse, oder? Wow. Von dieser war ich erst gar nicht überzeugt. Ich habe gedacht, ich glaube, die habe ich im Adventskalender gehabt letztes Jahr. Also den werde ich mir natürlich nicht nochmal bestellen, weil das ist einfach, ne, das brauche ich einfach alles nicht. Ich habe ja auch sehr viel hinterher abgeben können, weil ich es einfach nicht gebrauche, ne? Aber das ist, kann ich mir jetzt nicht mehr erlauben, dass ich da was kaufe und sage von vornherein, okay, alles, was ich nicht brauche, verschenke ich dann wieder. Nicht, dass ich es nicht verschenken möchte, aber ich kann mir es einfach nicht mehr erlauben, das wollte ich damit sagen. Also wenn ich jetzt was bestelle, das muss ich mir immer sehr gut überlegen. Und ihr werdet vielleicht sagen, ja, jetzt bestellt sie, aber ja, das ist ganz so. Aber ehrlich gesagt, sind das jetzt alles noch Geschenke für meinen Geburtstag. Ja, nein, das ist wirklich so, weil ich habe mir meine Geschenke eigentlich immer selber gemacht, weil mein Mann kam auch nirgendwo hin, dass er was hätte kaufen können. Der war, hatte ja auch kein Auto und irgendwann habe ich gesagt, du, dann lass das sein. Dann rennt er los und holt irgendwas. Das ist Quatsch, ne? Das ist absoluter Quatsch. Lass es sein, habe ich gesagt. Lass es sein. So, wir haben also diese Schablone, ist sehr, sehr schön, diese neue. Ich habe sie euch gezeigt mit den Zahlen. Das habe ich mir fast schon gedacht, dass die so toll ist. Gefällt mir richtig gut. Richtig gut, natürlich, das muss ich zugeben. Und jetzt können wir mal sehen, dass wir haben hier auch griffbereit. Seht ihr, so liegt man das, ne? Ein Griff und nicht wieder in Unordnung bringen, Fräulein, ne? Bloß nicht. Wahres nicht ist in Ordnung zu bringen. Da musst du dich aber wirklich in die Ecke stellen und schämen, du. Also, ich umrande das jetzt schon mal. Also, das wäre jetzt zum Beispiel so eine kleine Arbeit, die man so vorbereitend machen kann. Die Farben sind ja flexibel und indem man so mit diesem Werbemüll irgendwas anstellt, versteht ihr, und legt sich das hin. Habe ich ja auch schon oft so gemacht. Ja, ja, ja. Wir werden jetzt auch zum Ende kommen. Ich mache das nur ganz kurz zu Ende. Ja, also ich stelle für mich jetzt fest, ich bin nicht sehr belastbar. Auch wenn ich immer denke, ich schaffe alles und es ist alles wieder auf dem Wege, dass es leichter wird. Also ich kann von mir her sagen, es wird nicht leichter. Es wird gar nicht leichter. Es wird im Gegenteil für mich. Irgendwie habe ich das Gefühl, schwerer und immer trauriger und immer, ja, teilweise wirklich hoffnungslos, ne? Anders kann ich es nicht sagen, ne?
Ja, ich wüsste auch nicht, was ich jetzt noch machen soll, um dagegen zu steuern. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, wir haben jetzt zwei die Sachen vorbereitet, die ganz schön geworden sind, so, ne, Rückseite und so. Ja, die Farben spielen ja keine Rolle, die kann man ja nehmen, wie man möchte. Da muss man ja nicht diese nehmen. Ne, guck mal, wir haben einmal die Zahlen so, einmal so. Also würden wir es jetzt so machen. Könnten wir theoretisch dann irgendein Bild drauf geben, das passt jetzt im Moment leider doch nicht. Das gebe ich woanders hin. Das ist so ein Vorrat, den man sich machen kann, indem man dieses Werbezeug. Seht ihr, ich habe da noch so viel von aufgehoben. Das beklebt man, legt man sich hin, kann man ja auch in kleineren machen oder in Karten und auf der Rückseite zum Journal, also ein Schreibpapier zum Beispiel drauf hinterher. Sieht auch gut aus. So, nur so eine kleine Bastelei am Rande. Ich wollte auch gern, also diese ist richtig, das finde ich klasse und das finde ich klasse. Ey, das finde ich auch klasse. Ich finde das ganze Ding klasse. Habe ich denn jetzt alles benutzt oder haben wir irgendwas noch nicht benutzt? Ah ja, das haben wir nicht benutzt. Hier, dieses hier. Das ist so ribbelig. Da könnte man die Kanten mit ribbeln. Aber das brauche ich jetzt nicht. Okay. Ja, ihr Lieben, ich versuche irgendwie nicht ganz zu verzweifeln und die habe ich ausgeschnitten. Das war eine Verpackung von so Stickern. Guck mal, die sind ganz hübsch. Die habe ich mal ausgeschnitten. Die kann man doch verwenden. Ne? Guck mal, das sieht doch nicht so schlecht aus. Vielleicht sogar hier in unserem Büchlein noch. Ich weiß nicht. Ich muss mal schauen. Ja, ich muss mal schauen. Ja, es ist nicht so ganz einfach. Zumal ich mich körperlich auch wieder nicht gut fühle. Und wenn dann so Aufregung kommt mit dem Baum, das will ich noch kurz erzählen, dass der wieder weg muss und man kriegt wieder Auflagen. Und boah, das reißt mich so um. Die ist sehr nett gewesen und gar kein Druck und so. Aber ich mache mir dann den Druck und oh, da musst du wieder tätig werden und du bist wieder auf Leute angewiesen. Und du findest wieder niemanden. Und oh, das ist so grauenvoll, ne? Ja, dann hatte ich ja jemanden angerufen, die waren auch hier, haben sich's angeguckt, wollten sich melden, haben sich nicht mehr gemeldet. Und ich bin fast sicher, sie kommen nicht. Es war ja verabredet, sie wollen sich überlegen, wie sie es machen können und wollen sich dann am nächsten Tag melden. Der nächste Tag war gestern, haben sich nicht gemeldet. So geht mir das hier. Wisst ihr, es ist, man weiß nicht, was man noch sagen soll, langsam im Grunde, ne? Naja. Ja, alles Arbeiten, die mein Mann machen konnte und für die ich jetzt bitten und betteln muss und ganz viel Geld in die Hand nehmen muss, was ich gar nicht mehr habe langfristig. Jetzt langsam geht es echt an die Substanz hier bei mir, gebe ich ehrlich zu, weil wer weiß, was noch alles kommt. Ne? Naja, ich sage für heute Tschüss. Ja, ihr seht, ich bin ein bisschen traurig und es ist nicht so ganz einfach und ich versuche irgendwie durchzuhalten und durchzukommen, aber so richtig habe ich noch keinen Plan, gebe ich mal ganz offen und ehrlich zu. Macht's gut. Ich sage Tschüss für heute. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bye. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiedersehen.